willkommen zurück zu Mr. Curse Legend. Und wir bekommen Mollybomben geschenkt von ihr. Warum erst jetzt? Warum schon viel früher? Das ist eine Frage auf jeden Fall. Und das heißt, wir haben quasi ein Bomben-Upgrade bekommen. Die sind um einige stärker als die normalen Bomben. Bam. Ja, und wir werden auf jeden Fall noch mit anderen Waffen auch Upgrades bekommen. Also wir werden auch noch höchstwahrscheinlich stärkere Schwerter und stärkere Äxte bekommen. Ist auf jeden Fall super. So, das Schlachtfeld räumen wir dann später leer. Erstmal geht's hinein in die Eispyramide, wo viele Monster lauern werden, mit Sicherheit. So, da sind wir. Was haben wir hier? Ein Rätsel? Was? Da ist ein Schalter an der Statue, aber ich kann ihn nicht erreichen. Ah, da geht eine Glühbirne auf. Und zwar einfach mal Damm, Babam und dann gegenhauen mit dem Schwert. Schon geht's weiter. Und hier in dem Dungeon sind die Gegner unsichtbar. Das heißt, man kann nicht sehen, wo welche sind. Und wo einem welche den Tag versüßen wollen, quasi. Gehen wir mal hier lang. Und hoffen, dass wir hier irgendwo hinkommen. Rechts. Gehen wir erstmal jetzt hier rechts oben lang. Und Gegner. Oh, verdammt. Ich hätte mich mal heilen sollen vorher. Eventuell. Ja. Und zwar ziemlich sicher. Hätte ich das sollen. Aber gut, dann muss ich halt mal den Zauber einsetzen. Den Lebenszauber. Tadam. Und dann kriegen wir einen auf der Mütze. Schwerer Treffer, aua. Gut, sie kann mal den Feuerfluch, nein. Dann auch einsetzen. Warum nicht? Und dann gehen sie jetzt down. Ja. Gut, weiter geht's. Sind hier noch mehr? Oh, das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Habt ihr es gerade gesehen? Eine rote Kiste. Wow. Halt. Ja, warum nicht? Ist anfällig dagegen. Okay, greifen wir mal so an und sie mit dem Feuerfluch. Tod und Verderben. Nein, kein Verderben. Alter. Jetzt aber. Cool. Was haben wir hier? Den Eisspiegel. Okay. Ja, genau. Damit kann man die Dämonen hier sehen, die Monster. Also in jedem Falle hilfreich. Egal, die Kiste wollen wir jetzt mal nicht haben. Wobei da ja eventuell auch Falle drin sein könnten. Die wir brauchen, aber gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz raus. So, und dann werden wir nochmal ganz kurz uns heilen lassen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, die Göttlichkeit irgendwas ist 13. Das heißt, sie kann auch 13 mal ja, die Zauber einsetzen, wie zum Beispiel den Heilzauber, den Nebenzauber. Und bei Teufel hat sie, glaube ich, noch 7, also 7 Flüche. Halt, das wollte ich jetzt nicht. So, wenn man sich übernachtet, wenn man übernachtet, dann findet sich nicht nur die KP wieder auf, sondern auch die Flüche und die Zauber, die man anwenden kann. Wie ihr hier sehen könnt. 21 hat sie wieder und 10 Teufel. Wir haben auch wieder maximal. Also, das geht alles. Gut, gut, gut. Dann können wir wieder zurück. In die Eispyramide. Und hier weiter unser Unwesen treiben. Gehen wir jetzt hier oben lang. Erstmal hier unten. Erstmal hier unten, sag ich mal. Ambrosia. Okay. Und Pfeile. Pfeile sind gut. Wozu Ambrosia da ist, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht irgendwie, um
unsere Flüche aufzupolieren, dass wir wieder mehr angreifen können damit, aber das weiß ich nicht ganz genau. Gehen wir erstmal hier oben lang. So, Bomben. Und sie mit dem Bogen mal. Nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Dann muss ich mit ihr angreifen auf jeden Fall. Ach, verdammt. Naja, immerhin so. So, so, so und so. Vielleicht mal hier oben lang. Geh down. Es geht down. Und die Mollybomben tun ihr Übriges. Und schon geht's weiter. Das sind die nächsten, die uns einschläfern wollen. Gut wäre es, wenn sie anschläfern würden. Ja, genau so. Nein, uns beide auch noch. Nein, nein. Oh, ist das scheiße. Sie wird ab, um Pfeile zu sparen. So, dann mal gucken, was wir hier oben haben. Noch ein Aufgang, Mensch. Und hier links? Gar nichts. Gut, gut, gut. Dann gehen wir mal hier lang. Und da haben wir zwei Darius. Sehen cool aus. Gehen sie down. Der eine schon. Und der andere auch. Gut, hier oben können wir lang. Aber wir haben hier 10.000 Aufgänge. Also gar nicht mal so einfach, wo man lang gehen soll. Aber egal, gehen wir mal hier oben lang. Was haben wir da? Erstmal ein paar Grilled Chicken Streithähne. Cool. Er ist anfällig dagegen. Die Bomben sollten auch reichen, hoffen wir mal. Das Rätsel hier kennen wir ja schon. Und ein paar Pfeile wieder, super. Mehr haben wir hier nicht. Also, vielleicht mal hier lang. Oh, ich hasse die Dinger wirklich. Weil die einen andauernd einschläfern wollen. Ja, ja, ist gut. Geht hops und dann ist gut, wirklich. Nein. Nein, ist die doof. Da rappt sie sich selbst so einen doofen Pfeil in den Arsch. Gut, blind ist sie jetzt auch. Die gute. Heilen wir sie mal ein bisschen auf. Hopp und hopp und hopp. Und dann geht's hier weiter auf dem Pfad der Erleuchtung. So, ein weiterer Aufgang. Wo wird er uns hinführen? So, ich weiß auch gar nicht mehr, was die Darius können für Attacken. Ah, wir können auf jeden Fall nicht treffen.
Aua. Ja, so ist gut. Volksmusik. Gut. Die eine ist hinüber. Volksmusik. Ja, Volksmusik bewirkt gar nichts. Bei mir wird es einen Heulkampf verursachen. Nicht das hier. Weil ich es absolut mies finde. Wir waren aufgestuft. Juhu. Okay. Hier haben wir mehr zu entdecken. Was haben wir hier? Pfeile, das ist ja unglaublich. Ist ein Segen hier. Gut. Von da kommen wir. Da würde ich sagen, noch mehr Z-Jagos. Oh. Aber immerhin haben wir jetzt einen Doppelangriff. Das heißt, unser Leben hat wieder einen Sinn. So, wir greifen an. Sie verteidigt. Weil das wird reichen für die beiden. Hier geht's weiter. Drei Darius. Halt. Aber wir haben jetzt bedeutend öfter Doppelangriffe. Das finde ich auf jeden Fall gut. Also nochmal angreifen und sie verteidigt. Wie immer. Und dann läuft das doch. Und die kennen wir hier doch, oder nicht? Da haben wir Seelenwürger. Das war auch der Oktopus vorher. Naja. Wir greifen mal an. Schwerer Treffer, besiegt. So, dritte Etage. Was haben wir hier? Einige Schnabelaugen. Die sobald das Heilige segnen werden. So, also deutlich wird auf jeden Fall, dass wir weniger Schaden bekommen als sie. Weil wir halt auch die ganzen Rüstungen und sowas gefunden haben. Noch mehr schicken. Ich glaube, da hinten ist ein neuer Gegnertyp. Sobald ich das richtig erkannt habe. Aua. Die Darius können sich auch wieder beleben. Auf jeden Fall dämlich. Okay, was haben wir hier für einen Gegnertyp? Zwei Augendinger? Hypnotentakel? Okay. Volleybomben sind anfällig dagegen. Wow. Ging ja sehr fix. Und die Eiskrabbe kennen wir doch auch. Mensch. Tot. Jetzt finden wir hier noch mehr Pfeile. Jetzt haben wir genauso viele Pfeile wie Dinger. Genauso viele Pfeile wie Bomben. Ich hoffe, eine Bombe reicht. Ja. Pfeile. Pfeile über Pfeile. Zweiten Tentakel. Für uns ist das die leichteste Übung. Schwupps und weg.
Gut, was tut sich, wenn wir hier mal gegenhauen? Hopp. Ein Durchgang öffnet sich. Okay. Leer. Wo wird der hinführen, der Durchgang? Wir werden es erleben, auf jeden Fall. Erstmal haben wir hier noch eine Gegner. Doppelangriff. Nehmen wir gerne mit. Auf jeden Fall haben wir keinen Mangel mehr an Pfeilen. Das auf keinen Fall mehr. So, das sollte es gewesen sein. Gut, ich würde sagen, ich mache gleich erstmal einen Schnitt, einen kleinen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter im Eispalast, in der Eispyramide. Bis dahin, macht's gut!